Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr heute wieder mal reinguckt zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und heute habe ich ein Replay, über das ich ehrlicherweise ein bisschen überrascht oder von dem ich ein bisschen stolz bin. Denn wir haben hier zwei Leute aus meinem Clan, also aus meinem Community-Clan von Aikba, der Mail und der Philipp Jensen in dem Fall hier zu sehen. Beide in ihrem Oho unterwegs. Und ja, die Runde vom Schaden hier wird sehr nice und ja, cool, Jungs. Danke fürs Einschicken. Ich hab's wirklich nicht gespannt, als ich gerade das Replay geöffnet habe. Ich habe nur auf Panzer geschaut. Ich schaue jetzt in der Regel gar nicht mal, von wem das so ist. Aber umso schöner. Wer noch einen Community-Clan sucht, der wirklich nur dafür da ist, um mal mit Leuten zu fahren und Leute zum Schnacken zu finden, der ist bei mir richtig. Wer aber sagt, er will CW spielen oder so, der nicht. Also, es ist ein reiner Fun-Clan. Der darf immer gerne reinkommen. Also, kurz mal Werbung. Sei mir gegönnt. So, Oho. Hier in dem Fall 9er, 8er, 7er Gefecht. Sie bleiben auch erstmal jetzt zusammen. Man hat mit dem Oho jetzt kein Geschwindigkeitsmonster an der Hand. Und besonders, das muss ich auch noch immer wieder erwähnen, ist hier vorne so das Thema. Denn der Oho, wenn die Kanone hier rüber geht, dann kriegt er die Kanone hier runter. Wenn die Kanone hier ganz seitlich geht, also hier drüben, kriegt er sie auch runter. Problem ist also dann kann euch jeder durchballern. Die einzige Stelle, worum man die Kanone noch ein bisschen runter bekommt, ist hier vorne, so wie er sie jetzt hat. Dann kommt er noch ein bisschen runter, aber die 10 Grad Gun Depression, die sonst besprochen sind laut Spiel, kriegt man sonst einfach nicht vorne hin. Also das muss euch immer wichtig sein. Also wenn ihr irgendwie den Panzer stellen könnt, dann schaut, dass ihr hier so rechts rausfahrt, so wie ihr es jetzt macht. Dann kriegt ihr nämlich Kanone noch ein bisschen runter und ihr könnt Sidescrapen. Auf der anderen Seite geht das einfach nicht. Sie covern sich jetzt hier beide sehr gut. Oh, und ich weiß nicht, ob er den T49 treffen wollte, aber auf jeden Fall hat er es gemacht und der hat mal direkt, zack, die 156 Damage bekommen. Zwar nicht wahnsinnig viel, aber Kanone ist weg, das ist erstmal wichtig. Und das war ein schöner Treffer. Also holla die Waldfee, 815 Schaden und dann nochmal 321 Feuerdamage. So geht man mit einem T34 um. Das muss wehtun. Dreimal geschossen, 1600 Schaden. Wenn es immer so einfach wäre, dann würde man die nur noch mit der HI-Gun spielen. Ich muss aber auch sagen, wo ich diesen Tech-Tree gespielt habe, ich fand ihn sehr angenehm zu spielen. Klar, manchmal nervt diese Gun Depression vorne, weil das hat einfach der 9er erst nicht mehr, aber der 7er und eben der 8er hier schon. Ist aber halb so wild, denn man trollt halt einfach. Es gibt so Runden, kennt ihr das, wenn ihr jemand den Gegner trollt, eben mit so diesen HE-Granaten, dann entschädigt so eine Trollrunde, die geil gelaufen ist, für keine Ahnung, 5 oder 10 eher nervige Runden. Und das macht sehr viel Spaß. Also ich kann euch jedem diese Reihe nur empfehlen. Und so einen überschweren Panzer in der Garage zu haben, schadet ja jetzt auch nicht unbedingt. So, jetzt hier den Bot. Da wollte er aus der Fahrt schießen, aber aus der Fahrt, das ist halt immer so ein bisschen, mit der Kanone jetzt nicht so geil. Ich sag's, wie es ist. Denn ihr seht, wie lange die einämt. Sieht man hier ganz gut. Aber wenn man den erwischt und das scheint hier zu klappen, dann gibt's halt einen dicken One-Shot. Also, Lights vernascht der Oho mit seiner HE-Gun. Oh, das schmeckt ihm richtig. Da gibt's ein dickes, fettes Yummy. Der Komet hat ihn da jetzt ein bisschen schon genervt, aber jetzt auch noch nicht dramatisch. Da kann er noch entspannt bleiben, denn man hat ja auch mit dem Oho einen Panzer, der A, über Panzerung verfügt und B, auch einiges an Hitpoints mit sich bringt. Kriegt er sogar noch ein bisschen Spotting. Oh, T54, wie gesagt, wir sehen hier die lange Einaim-Zeit.
und 317 Schaden. Man darf aber nicht vergessen, gerade das HE-Thema, man macht ja nicht nur Schaden, sondern macht ja auch häufig einigermaßen was beim Gegner kaputt. Oh, da hat er ein bisschen zu spät geschalten, hätte er da hier früher draufgehalten, hätte er den vielleicht sogar ordentlich wegrammen können, weil... Hui! Ja, das meinte ich übrigens mit Trollen. Die Kanone kann das. Sehr gut sogar. Oh, schade. Auch der CDC, das ist natürlich so ein lovely HE-Gegner. Auch der steht da richtig drauf, wenn man ihn seitlich mit einer HE-Granate mal reinbeimst. Ja, vielleicht kriegt er ja nochmal eine Chance. Jo, und das war schnell, das war gut aus der Hüfte gemacht und 444 Schaden. Zeigt sich so der ganz, ganz überfette Hit, den man so mal machen kann, aber auch den nimmt man schon gerne mal mit. Und der Ander denkt jetzt, na, vielleicht auch nicht so geil. Ich hau mal lieber ab. Der T-54 Mod hat jetzt gar keinen so fetten Hit bekommen. Schade drum. Auch da kann mal einer richtig, richtig reinwemsen, aber auch der ist natürlich auf dem Abmarsch, denn der weiß genau, naja, mit 129, da passiert es hier, kriegt nicht mehr viel hin. Und er kriegt gerade noch so die Kanone runter, um den Kill zu machen. Sein vierter. 3450 Schaden bisher, aber man darf den fetten Hit nicht vergessen. Den Blindshot, den wir da vorher ja gesehen haben. Und da noch ein Scorpion. Lange einaimen, lange einaimen und dann warten und jetzt mal, und da kommt er an und ja, 801 Damage. In Summe hat er in der Runde 5232 Damage gemacht und das mit 10 Schüssen. Also im Schnitt 500 Schaden pro angebrachten Treffer. Das ist schon wirklich fein. Ja, ich glaube, mir hat es gut gefallen. Wie gesagt, wenn ihr zu Eikbar wollt, einfach die Bewerbung schicken. Ist ein reiner Community-Clan. Ansonsten vielen Dank fürs Einsenden und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.